Herrschaften, ich begrüße Sie zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema lautet: Wie beschreibt man die Veränderung eines Systems mit Zahlen? Wir haben gesehen, wie man den Zustand eines Systems mit Zahlen beschreibt. Man benötigt eine bestimmte Anzahl von Zustandsgrößen sowie die Anzahl der Komponenten und Phasen. Jetzt wollen wir den Zustand unseres Systems verändern. Unser System soll aus gleichartigen Teilchen bestehen. Es ist einphasig, also benötigen wir nach Gibbs zur Beschreibung zwei intensive Zustandsgrößen, zum Beispiel Temperatur und Druck. Der Index I bezeichnet diese Größen im Anfangszustand. Wir haben hier ein einphasiges Einkomponentensystem. Durch Angabe von Druck und Temperatur ist es eindeutig definiert. Jetzt wollen wir den Zustand ändern, indem wir eine oder mehrere Zustandsgrößen variieren. Zum Beispiel können wir das System bei konstantem Volumen erwärmen. Dann erhalten wir eine andere Temperatur und auch einen anderen Druck. Tf für die Endtemperatur, Pf für den Enddruck. Zur Beschreibung dieser Zustandsänderung müssen wir die Veränderungen der Zustandsgrößen Temperatur und Druck angeben. Diese Änderungen werden in der Thermodynamik durch ein Delta ausgedrückt. Delta Z bedeutet Endwert der Zustandsgröße minus Anfangswert der Zustandsgröße. Delta P ist Pf minus Pi, Delta T ist Tf minus Ti, Delta V wäre Vf minus Vi, bei diesem Prozess gleich 0, Delta Rho ist Rhof minus Rhoi und so weiter. Die Änderungen der Zustandsgrößen Delta Z können positiv oder negativ sein. Für die Berechnung gilt immer Endgröße minus Anfangsgröße. Eine Zustandsänderung, wie diese hier, nennen wir in der Thermodynamik auch Prozess. Vor allem an der Energetik von Prozessen sind wir in der Thermodynamik interessiert. Die klassische Thermodynamik interessiert sich nur für die Beschreibung des Anfangszustandes und des Endzustandes. Die Zeit, die ein Prozess benötigt, spielt für die Thermodynamik keine Rolle. Demgegenüber interessiert sich die Kinetik, eine weitere Sparte der physikalischen Chemie, vor allem für die Zeit, vor allem für die Geschwindigkeit eines Prozesses. Eine wichtige Frage in der Thermodynamik lautet: Kann ein Prozess stattfinden? Ist eine Zustandsänderung thermodynamisch erlaubt oder nicht? Eine wichtige Frage der Kinetik hingegen lautet, wenn der Prozess stattfinden kann, wie schnell läuft der Prozess ab? Wenn ein Prozess stattfindet, dann erfordert es eine vollständige Beschreibung, außer der Angabe der Änderungen der Zustandsgrößen, auch die Angabe von Energieaustauschgrößen, den Prozessgrößen Wärme Q und Arbeit W. Diese Größen sind keine Zustandsgrößen. Wärme und Arbeit sind keine Eigenschaften eines Systems. Dieses Luftvolumen hat eine Masse, hat einen Druck, hat eine Temperatur, besitzt aber weder die Eigenschaft Wärme noch die Eigenschaft Arbeit. Wärme und Arbeit sind immer nur mit Zustandsänderungen verbunden. Deshalb nennt man sie auch Prozessgrößen. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Prozessgrößen, hier oben gezeichnet, und den Änderungen der Zustandsgrößen, hier unten gezeichnet, ist die Wegabhängigkeit der Prozessgrößen. Zur Verdeutlichung schauen wir uns die vier Kohlendioxidzustände, die wir letztes Mal diskutierten, noch einmal an. Es handelt sich um Gasphasenzustände des CO2. 1 und 2 sind zwei Zustände gleicher Temperatur auf der PVT. Zustandsfläche. Wenn wir von 1 nach 2 gehen und die Temperatur konstant halten, bewegen wir uns auf dem rot gezeichneten Weg. Wenn wir von 2 nach 3 gehen und den Druck konstant halten, gehen wir auf dem grün gezeichneten Weg. Wenn wir von 3 nach 4 gehen, bewegen wir uns wieder auf einem Weg konstanter Temperatur. Wir nennen Wege konstanter Temperatur isotherme Wege. Wir nennen Wege mit konstantem Druck isobare Wege. Und wir nennen Wege mit konstantem Volumen, so wie zwischen 2 und 4, isochore Wege. Wir können jetzt zum Beispiel von 1 nach 4 auf sehr vielen Wegen gehen.
entweder von 1 über 2 nach 4 oder von 1 über 3 nach 4 oder von 1 über 2 und 3 nach 4. Für den Druckunterschied zwischen 1 und 4 macht der Weg überhaupt keinen Unterschied. Alle Zustandsgrößenänderungen sind wegunabhängig, ändern sich unabhängig vom Weg in gleicher Art und Weise. Für alle Delta Z ist es unerheblich, auf welchem Weg ich den Prozess durchführe. Anders ist das für die Prozessgrößen Arbeit und Wärme. Es kann durchaus sein, dass der Weg auf dem Weg 1, 2, 4 ein anderer ist als auf dem Weg 1, 3, 4. Wenn ich von Arbeit oder Wärme spreche, muss ich immer den genauen Weg angeben. Für die Diskussion der Zustandsgrößen ist die Wegangabe nicht notwendig. Bei der Diskussion von Prozessgrößen ist die Wegangabe unerlässlich. Die Angabe des Weges geschieht zum Beispiel durch die Bezeichnung isothermer Weg oder isobarer Weg, also die Angabe der konstanten Zustandsgröße. Es gibt aber auch noch eine weitere sehr wichtige Beschreibung des Weges vom Anfangszustand zum Endzustand, die in der Thermodynamik häufig zu finden ist, nämlich die Angabe reversibler Weg und irreversibler Weg. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was man darunter versteht. Ich komprimiere ein Volumen Luft auf die Hälfte und lasse die Luft wieder auf das Ausgangsvolumen expandieren. Beim Expansionsprozess dehnt sich das Gas aus und man kann mit diesem Volumen, welches sich vergrößert, im Prinzip Arbeit gewinnen. Denken Sie an einen Verbrennungsmotor, dort steckt in der Volumenausdehnung der Kern der Arbeitsgewinnung. Der Punkt ist, dass die Arbeit, welche ich gewinnen kann, sehr stark vom Weg abhängt. Hier ist der Ausgangszustand komprimiert, hier ist der Endzustand expandiert. Wenn wir diesen Prozess der Expansion in einem Vakuum durchführen, also in einer Umgebung, in welcher der Druck 0 ist, dann dehnt sich das System zwar aus, aber der Kolben übt keine Kraft aus. Und wenn keine Kraft vorhanden ist, haben wir auch keine Arbeit. Die Expansion ins Vakuum geht zwar sehr schnell, aber ohne Arbeitsgewinn. Spontan, wie man auch sagt. Sie ist irreversibel, das heißt, es wird Arbeitsfähigkeit vergeudet. Hier wird in der Tat überhaupt keine Arbeit gewonnen. Die Nutzarbeit ist gleich Null. Der Prozess ist nicht umkehrbar. Freiwillig wird sich unser expandiertes System niemals in den Anfangszustand zurückbewegen. Irreversibel. Wir können das Experiment abändern, genauer gesagt den Weg abändern. Anfangs- und Endzustand dürfen wir allerdings nicht abändern, denn diese definieren ja die Zustandsänderung. Wir führen den Prozess jetzt so durch, dass die Volumenausdehnung mit einem Anheben eines Gewichtes einhergeht. In diesem Fall wird eine gewisse Arbeit, nämlich Hubarbeit, durch die Expansion gewonnen. Die maximal mögliche Menge an Arbeit können wir gewinnen, wenn wir eine Apparatur konstruieren, die für ständiges Druckgleichgewicht zwischen Außen und Innen sorgt, zwischen Umgebung und System. Wenn sich der Kolben jetzt nach außen bewegt, dann wird dieses Gewicht gehoben und damit wird Arbeit, die maximal mögliche Menge an Arbeit, gewonnen. Das ist ein Grenzfall. Der Druck außen ist gleich dem Druck innen. Derartige Wege, die maximal mögliche Arbeit aus einem Prozess gewinnen und die quasi im Gleichgewicht, im ständigen Gleichgewicht ablaufen, werden als reversible Wege bezeichnet. Reversibel deshalb, weil diese maximale Menge an Arbeit, die wir gewonnen und Naturarbeit gespeichert haben, ausreicht, um das System wieder zu komprimieren, ohne dass sich sonst irgendetwas ändern muss. Im anderen Extremfall wird überhaupt keine Nutzarbeit gewonnen. Diese Art irreversiblen Prozess nennen wir spontan. Sie sehen, dass für einen und denselben Prozess die Arbeit zwischen 0, spontan, und einem Maximalwert, reversibel, schwanken kann. Deshalb ist es so wichtig, immer den genauen Weg anzugeben, über den ein Prozess abläuft, wenn man Wärme oder Arbeit diskutiert. Ein weiterer wichtiger Begriff in der Thermodynamik ist Gleichgewicht.
Die klassische Thermodynamik befasst sich im Grunde nur mit Gleichgewichtszuständen. Zuständen, bei denen sich zeitlich keine Änderung zeigt. Wenn ich jetzt und nach einer gewissen Zeit Temperatur messe und feststelle, dass sich diese Werte nicht geändert haben, dann befindet sich unser System offenbar im Gleichgewicht, genauer gesagt im thermischen Gleichgewicht. Wenn ich zwei separate Teilsysteme mit unterschiedlichen Temperaturen betrachte, dann ist zunächst jedes System für sich im Gleichgewicht, aber wenn ich sie in thermischen Kontakt bringe, dann stelle ich zeitliche Veränderungen fest. Mit der Zeit gleichen sich die Temperaturen der beiden Systeme an und wenn überall einheitliche Temperatur herrscht, haben wir wieder Gleichgewicht. Zu Beginn lag ein thermisches Ungleichgewicht vor. Wenn wir das Ungleichgewicht mit Zahlen beschreiben wollen, dann können wir den Temperaturunterschied der Teilsysteme als Maß für den Abstand vom thermischen Gleichgewicht ansehen. Wenn ich zwei Teilsysteme mit einem hohen, einem niedrigen Druck betrachte, so ist zunächst jedes System für sich im Gleichgewicht. Wenn ich jetzt die Systeme in Kontakt bringe und Druckänderungen zulasse, indem ich ein Ventil öffne, so ändern sich die Drücke zeitlich und erst wenn diese zeitliche Änderung aufhört, habe ich Gleichgewicht. Der Druckunterschied zu Beginn zwischen den Teilsystemen ist ein Maß für den Abstand vom Druckgleichgewicht. Der Thermodynamik gelingt es nun, auch für chemische Gleichgewichte in ähnlicher Weise Zahlen bereitzustellen. Wenn wir einen Reaktanten NO2 haben, ein Produkt N2O4, dann können wir eine Größe finden, nämlich das chemische Potential μ, welches eine Aussage über den Abstand einer Reaktionsmischung vom Gleichgewicht zulässt. Im Zustand links sind die beiden Reaktanten und Produkte nicht im Gleichgewicht. Die chemischen Potentiale sind unterschiedlich. Erst nach einem gewissen Stoffumsatz, nach einer chemischen Reaktion, sind die chemischen Potentiale der Reaktanten dieser Produkte gleich. Damit befindet sich das System im chemischen Gleichgewicht. Sie sehen, die Thermodynamik hat ihre Mission erfüllt. Sie beschreibt thermisches Druckgleichgewicht und chemisches Gleichgewicht mit Zahlen. Um ein Gleichgewicht zu definieren, reicht die Bedingung zeitliche Veränderung gleich Null nicht aus. Es muss eine weitere Bedingung erfüllt sein. Ausgangspunkt. Zwei Systeme im Ungleichgewicht, wir bringen die beiden Systeme in Kontakt. Nach einer gewissen Zeit hat sich das Gleichgewicht eingestellt. Und wenn wir das Gleichgewicht jetzt stören, zum Beispiel die Temperatur etwas erhöhen, dann wird sich das Gleichgewicht des Systems etwas verändern. Wenn wir anschließend diese Störung zurücknehmen, dann wird sich das System wieder genau in das ursprüngliche Ausgangsgleichgewicht zurückbewegen. Das ist die zweite notwendige Bedingung für ein Gleichgewicht. Nach einer Störung muss das ursprüngliche Gleichgewicht sich wieder einstellen. Daher befindet sich eine Knallgasmischung nicht im Gleichgewicht, obwohl sein Zustand sich nicht ändert, obwohl es beliebig lange aufbewahrt werden kann. Wenn ich das System nämlich störe, etwa durch einen Funken, dann wird offensichtlich, dass das Knallgas nicht im Gleichgewicht war, denn die Änderung, die dann eintritt, wird nicht mehr rückgängig gemacht, wenn der Funke weggenommen wird. Über den Begriff thermisches Gleichgewicht kann man auch den Begriff der Temperatur definieren, und zwar über den sogenannten nullten Hauptsatz. Wenn sich das System A mit dem System B im thermischen Gleichgewicht befindet und auch das System C mit dem System B im thermischen Gleichgewicht befindet, dann befinden sich auch System A und C im thermischen Gleichgewicht. Das klingt trivial, ist aber wichtig zur Definition des Begriffes der Temperatur. Wenn Sie sich vorstellen, dass das System B ein Thermometer ist, dann macht dies nur Sinn, wenn der nullte Hauptsatz erfüllt ist. Der nullte Hauptsatz führt den Begriff Temperatur sinnvoll in die Thermodynamik ein.
Wenn A und B im thermischen Gleichgewicht sind und B und C im thermischen Gleichgewicht sind, dann sind auch A und C im thermischen Gleichgewicht und haben alle Teilsysteme die gleiche Temperatur. Der nullte Hauptsatz heißt auch Gleichverteilungssatz. Die thermische Energie verteilt sich gleichmäßig über ein Gesamtsystem. Lassen Sie mich zusammenfassen. Der Übergang von einem Zustand I zu einem Zustand F nennen wir Prozess. Quantitativ charakterisieren wir einen Prozess durch die Angabe von Zustandsgrößenänderungen, Delta Z, Delta P, Delta T, Delta V und so weiter. Weiterhin charakterisieren wir einen Prozess durch die Angabe der Prozessgrößen Q und W, Arbeit und Wärme. Im Gegensatz zu Zustandsgrößenänderungen sind die Prozessgrößen vom Weg abhängig. Und wir müssen eine genaue Angabe machen über den Weg, auf dem wir uns vom Ausgangszustand zum Endzustand bewegen. Wege können zum Beispiel isotherme, isobare, isochore Wege sein oder, besonders wichtig, die Aussage, ob ein Weg reversibel verläuft, dann wird die maximale Menge an Arbeit gewonnen, oder irreversibel verläuft, dann wird ein Teil der Arbeit vergeudet, oder spontan verläuft, dann wird überhaupt keine Nutzarbeit gewonnen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.